Gestern haben wir die glaziale Fastzeit durchquert und heute geht's in Level 6.5 zum Schneeflockschock. Und da gehen wir jetzt rein. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Nintendo Switch mit Selami! Oh, das sieht schön aus hier. Schöne Musik. Oh, jetzt verstehe ich, was die meinen mit Schneeflockschock. Riesenschneeflöckchen, die uns das Leben hier wahrscheinlich sehr, sehr schwer machen werden. Ja, wir haben unser erstes Puzzleteil. Ach, die rutschen ja jetzt auch noch, ne? Man rutscht hier aus. Das heißt, es ist Vorsicht geboten. Ja. Ein Versuch war es wert. Beziehungsweise, da hätte sich was verbergen können, aber es war nicht so. Warte, wie war das hier nochmal? Ich glaube, hier muss man schütteln. Ah ja. Okay. Ganz behutsam gehen wir hier vor. Leider nur eine Münze. Belanglos. Okay. Erstmal lasse ich mich hier drauf fallen. Ui. Ob hier was kommt. Sieht nicht so aus. Ui. Okay. Ui. Oh, da unten ist ein Bonusraum. Ah, ich weiß, wie ich da hinkomme. Okay. Nicht in die Richtung, sondern in die Richtung. Leicht zu übersehen, weil gut versteckt. Und wir haben Puzzle 2 von 5. Die Münze und die Bananenstaude lassen wir jetzt einfach mal stehen. So, hier machen wir uns das Leben jetzt einfach, habe ich gedacht, aber die Fleckchen. Oh. Die blöden Fleckchen haben sich nicht in goldene Herzen verwandelt. Nee, ne? Naja.
Aber vielleicht haben wir hier was. Oh ja. Hat sich gelohnt, ein Herz dafür zu verlieren. Au! Du verdammter Schweinehund. Oin, oin. Ja, jetzt wird das Ganze natürlich doppelt so schwer. Ob es da ein Puzzleteil gab? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach erstmal weiter. Also da können wir schon mal hin. Ob hier was kommt? Nope. Hey. Oh. Oh Mann. Ja, das war jetzt beabsichtigt, weil ich jetzt nicht eingesehen habe, dass ich dieses Puzzleteil verloren habe. Außerdem fehlt mir die Dixie, die kann ich mir auch direkt hier holen. Hier sind wir jetzt schlauer. Da war nur eine blöde Münze. Hier haben wir das Puzzleteil schon geholt. Da ist die blöde Eule. Oh, die ich eigentlich jetzt direkt killen wollte. Oh. Gleich müssen wir etwas schneller voranschreiten. Ah, da. Ja. Ob sich hier was befindet? Nein. Okay, gut. Und unser nächster Checkpoint. Wie killt man den eigentlich? Ah, von hinten. Oder einfach so. Selbst wenn es nur ein Herz ergibt, ist mir egal. Hauptsache, der ist weg vom Fenster. Oh. Yeah, und wir haben Puzzle 5 von 5. Jetzt fehlt uns nur noch ein Buchstabe, glaube ich. Ah! Okay, so nicht. Mein lieber Scholli! Das haben sie aber. Eigentlich ganz easy, aber das war wieder eigene Blödheit. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Come on. Jetzt habe ich dich nochmal hier an der Backe, oder was? Oder auch nicht. Alter! Spring doch mal. Oh! Oh, jetzt geht hier alles kaputt. Oh, das war jetzt gefährlich. Oh.
Ich muss vor diesem Flöckchen flüchten. Super, das war ja gar nicht mal so schlecht, denn wir haben alle Kong-Buchstaben und wir haben 5 von 5 Puzzles. Super Ergebnis. 2 Fails, aber gut, wir sind in Level 6-4 oder 6-5 sogar, 6-5. Ja, das war Schneeflockschock auf der Donkey Kong-Insel und morgen geht's weiter in Level 6-6. Ein Level vor dem letzten Endgegner der normalen Levels, was danach kommt, wissen wir noch nicht. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und schaltet morgen wieder ein. Seid wieder dabei, liked, teilt, kommentiert und ja, passt auf euch auf. Bis dann, tschüss, euer Salami.